So, damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zur nächsten Folge Let's Play Satisfactory. Vermutlich die letzte oder zumindest die vorletzte, die ich heute aufnehmen werde. Weil ich mich dann nochmal um ein paar andere Themen kümmern muss heute. Gibt, wie ich ja schon mal irgendwann in einer der letzten Folgen erwähnt habe, oder irgendwann schon mal am Anfang des Projektes besser gesagt, es gibt momentan viele Baustellen, die ich anpacken möchte und anpacken sollte. Und wir haben jetzt heute, ich glaube, ich habe jetzt, ja, bestimmt, ich bin jetzt bestimmt Folge 16, 17 oder so hiermit, jetzt schon gelandet. Dementsprechend, ich glaube, dass das reicht dann auch erstmal. Satisfactory. Sonst nehme ich erst wieder in 5 Wochen auf. Das ist so ein bisschen, wäre vielleicht nicht ganz so praktisch. Ich sehe auch gerade, ich brauche noch ein paar mehr Kabel. Vielleicht einfach mal ein paar Kabel machen. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. Dann machen wir hier noch die Rod. Machen wir so noch. Okay, sollte eigentlich jetzt reichen. So. Ups. So. Mist. Hat nicht funktioniert mit dem Rutschen. Schade. Naja. Okay. Erstmal. Zack. Als nächstes brauche ich hier so ein Ding. Ich brauche so noch ein zweites. Es ist ja nervig. Warum brauche ich denn hier 2 Constructor? Das ist doch super blöd. Und theoretisch noch ein Container. Den bräuchten wir auch noch. Also den Storage. Wunderbar. So wollen wir es haben. So. Eins da dran. Eins da dran. Eins daran. Eins daran. So. Iron. Rod und Schrauben. Wunderbar. So, und weil wir gerade schon mal hier sind. Das dachte ich mir fast. Deswegen nehme ich hier auch direkt das ganze Gestrüpp mit. Und laufe wieder zurück. So, aber dann haben wir jetzt erstmal eine Grundproduktion von Schrauben. Das ist wichtig, das ist richtig. Weil, wie gesagt, die werden wir jetzt echt, da werden wir echt viele von brauchen. Demnächst. Oder das wird jetzt immer mehr. Das wird jetzt immer mehr. Und dementsprechend ist es sinnvoll, wenn wir die einfach schon mal haben. Weil dann können wir hier noch ein bisschen mit den anderen Themen, können wir hier dann noch ein bisschen rum, also müssen wir jetzt noch nicht so hundertprozentig optimieren alles. Ne, aber es wird halt eben, also es wird jetzt, es wird immer mehr den Bedarf jetzt geben, dass wir hier Dinge optimieren, dass wir hier Dinge verbessern. Und dementsprechend, das wird jetzt langsam, aber sicher wird das immer mehr werden. Einfach. Und da müssen wir uns halt schon mal so langsam darauf vorbereiten. Dass wir hier dann halt eben einfach vorankommen. So gesehen. So. Was sagt der hier? Der sagt, okay. Oder da schwinden die Vorräte langsam. Da könnten wir jetzt auch halt eben hingehen und mal sagen, wir kürzen mal hier ein bisschen den Wald langsam weg. Oder wir gehen mal so ein bisschen beiseite und kürzen dort dann den Wald weg. Ach, ich weiß es aber noch nicht. Wir können auch erstmal einfach noch ein bisschen rumlaufen. Wenn ich ehrlich bin. Jetzt läuft ja die Produktion gerade. Jetzt können wir mal kurz eigentlich mal einfach ein bisschen weglaufen. So dumm das klingt. Na, weil hier kommen jetzt, hier kommen vernünftig viele
Schrauben schon mal raus. Na. Na, das ist ja okay. Das ist ja okay. Da kommen wir jetzt ja schon mal erstmal ein bisschen mit hin. Das heißt also, ich gehe jetzt erstmal auf Energiesuche nochmal. Magnus auf Energiesuche. Könnte so ein ganz schlechtes Doku-Format sein, wo ich irgendwie nach Geistern suche oder so. Hätte mal was. Das fände ich ja sowieso eigentlich mal ein sehr cooles Format. Oder würde ich sehr gerne mitmachen. Sag ich, wie es ist. So ein Gruselformat irgendwie, wo man sich dann irgendwie in einer alten Psychiatrie einsperren lässt oder so. Da hätte ich echt Bock drauf. Irgendwie. Würde mir Spaß machen, glaube ich. Aber gut. Darum geht's heute nicht. Wir sind heute hier nicht bei der Programmentwicklung von Pro7. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das wäre so eine Pro7-Sendung. Das große Promi-Star-Einsperr-Festival oder so. Keine Ahnung. Mit Stefan Roop. Hat der heute? Moment, warte mal. Wir haben heute den 11. Wann hat denn der? Der hat doch jetzt hier, warte mal. Stefan Raab gegen Regina Halmich. Wann haben die den denn? Ja, wer überträgt das denn bitte sehr? Das ist sehr interessant. Das ist eine gute Frage, die hier stellen. Bla bla bla, 14.09. Aha. Ja. Ach, meine Fresse. Das interessiert mich jetzt mal kurz. Bla bla bla. RTL. Oh. Ich bin gespannt. Okay, meine Damen und Herren. Jetzt wisst ihr auch was in der Zukunft, in der Vergangenheit los war. Da habe ich mich auf den Kampf zwischen Regina Halmich und Stefan Raab gefreut. Ich bin da wirklich mal gespannt, weil ich finde persönlich, ein Stefan Raab, der fehlt so ein bisschen in der Fernsehlandschaft einfach. Das merkt man schon, dass der fehlt. Es könnte aber auch sein, das muss ich jetzt halt eben auch sagen, dass der gar nicht wirklich fehlt, sondern halt eben irgendwie der Nutzen vom Fernsehen halt immer weiter weggegangen ist halt eben. Also ich nutze zum Beispiel, ich habe hier bei mir in der Wohnung, ich habe keinen wirklichen Fernsehen mehr hier stehen. Also ich habe halt eben einen internetfähigen Fernseher hier stehen und den nutze ich halt eben, um auf YouTube was zu gucken, auf Amazon Prime was zu gucken. Netflix habe ich aktuell nicht, ne, aber halt dafür würde ich ihn nutzen. So, wenn ich halt jetzt momentan Netflix hätte oder ähnliches, ne, also ich könnte den für Disney Plus nutzen oder was weiß ich was. Und das finde ich eigentlich relativ interessant, weil man dort halt eben, ich gucke dort jetzt relativ viele Serien wieder oder Filme halt, was damals eher weniger so der Fall war. Damals habe ich mich dann eher vor den Fernseher gesetzt, wenn dann halt solche Events waren. Aber da war auch wirklich, das war immer für mich so ein Highlight. Ich könnte es jetzt gar nicht zeitlich wirklich einordnen, wie lange das für mich ein Highlight war. Wenn Stefan Raab irgendwie hier das große Derby da, das TV Total Auto Derby oder halt eben irgendwas anderes, also da gab es ja viele, der hat ja vieles gemacht, VOG-WM oder sowas, ne, TV Total Turmspringen auch immer legendär, fand ich. Hallo. Moment. Lassen Sie mich mal ganz kurz hier, danke, aber. Aua. Frechheit. Also da hatte ich damals immer sehr, sehr viel Spaß dran. Und das habe ich mir dann auch wirklich, also da habe ich mich oben bei meinen Eltern dann ins Schlafzimmer teilweise gesetzt, weil meine Mutter unten irgendwas gucken wollte oder so. Und dann saß ich da vor dem Fernseher, habe das geguckt und habe mich dann da immer gefreut und gelacht. Und das war schon eine coole Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war immer, das hatte was. Das hatte einfach was.
Das war mal ganz cool. So gesehen. So. Mops. Komm einmal gerade hier runter. Und mach hier mein Zeug noch schnell weg. Also das ganze Grünzeug hier wieder. Ach, wir kommen da auch. Also wir brauchen wirklich mehr Energie jetzt. Also. Es wird tatsächlich jetzt so darauf hinauslaufen, dass wir wirklich viel jetzt sammeln müssen. Wieder. Also noch mehr eigentlich, als wir sowieso schon tun. Einfach weil, boah. Wenn ich das so eben ausgerechnet habe mit 66 Minuten, die wir da nur hinkommen, das ist halt echt wenig, ne? Das ist halt echt nicht viel. Naja. Aber das wird schon. Das kriegen wir schon hin. Guten Tag. Vor allem jetzt erstmal haben wir da die Schraubenproduktion, die ist jetzt erstmal wichtig, dass wir die halt eben, dass die jetzt erstmal anläuft. Dass wir dort dann jetzt gleich regelmäßig Schrauben rausholen können. Und dann kommen wir auch relativ schnell hier voran. Mhm. Aber bis dahin müssen wir halt hier ein bisschen Gemüse pflücken. Ne? Das ist schon wichtig. Keine Ahnung, wo ich hier gerade hinrenne, wenn ich ehrlich bin. Das sieht hier schon fast nach, wo bin ich denn hier? Sieht ja hier schon fast nach einem Map-Wechsel hier aus, nach einem möglichen oder so. Was bist du? Na gut, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Was zur Hölle? Was soll denn das? Muss doch nicht sein. Samples of unknown alien species acquired. It is unclear where on the flora or fauna spectrum it lies, but initial data suggests this might be a nest or an egg. Mhm. Research the remains in the MAM to establish classification and potential countermeasures. Sieht da. Das sieht da drüben so irgendwie so aus, als würde da was gebaut worden sein. Warte mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir schwimmen können, ne? Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Okay, wir können schwimmen. Also wird da irgendwas stehen von uns irgendwie? Oh. Oh, das. Oh. Das klingt so ein bisschen nach Wasserfall. Na komm. Komm ich hier hoch? Oh ja. Das klingt nicht nur nach Wasserfall, das ist Wasserfall. Oh ja. Oh ja. Das ist ja ein bisschen uncool. Also eigentlich schon ziemlich cool, aber es ist nicht das, was ich erwartet hatte jetzt gerade. Alter! Das fette Ding da oben. Oh nein, ich rede nicht über mich. Na komm. Ah, ich habe keine Materialien mehr. Aber passt gerade so. Okay. Das sieht mir aus wie so ein Transportding, was wir immer wieder losschicken. 33 Rotoren nehme ich gerne mit. Reinforced Iron Plates nehme ich gerne mit. Schräubchen. Beton nehme ich gerne alles mit. Ist hier möglicherweise eine von uns runtergekommen. Wieder. Die wir hochgeschickt haben. Open Drop Pod. Oh, wir haben keinen Inventarplatz mehr frei. Da weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ah, wir müssten dann einen modularen Rahmen packen. Den kriegen wir natürlich jetzt nicht auf. Dementsprechend, okay. Aber gut zu wissen, dass hier irgendwie sowas rumliegt. Können wir uns mal irgendwann anders dann mal drum kümmern. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Gut. Wunderbar. Okay, Wow. Versuchen wir mal wieder zurückzulaufen oder zurückzufinden. Tja. Aber sehr interessant. Sehr interessant irgendwie. Versuchen wir hier noch ein paar mitzunehmen. Oh. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Ist alles gut. Ich bin schon weg. Da lag zwar eine gelbe Schnecke, aber ganz ehrlich, nö. Das ist mir jetzt nicht wert, gegen dieses Viech da zu kämpfen. Ich glaube, das rentiert sich einfach nicht. Hey, klingt wie ein Schwein irgendwie. Jetzt wird hier irgendwo ein Schwein sitzen. Und Spaß haben. So. Und ich habe keinen Inventarplatz mehr. Oh nein. Na, es geht. Ich hatte mit mehr Schaden gerechnet. Also alles vollkommen in Ordnung. Das sieht halt schon nice aus. Kommen die Dinger, die da jetzt hin und her fliegen. Ja, ist schon cool. Das ist schon einfach cool. Okay. Naja, Rollschuhe gibt es nicht nur auf der Erde, ne? Dementsprechend alles okay. So. Sind wir gleich wieder zu Hause? Ah. Produktionsgebäude. Die haben mir gefehlt. Wir waren so lange weg. So, wie viele Schräubchen haben wir? Ach, gerade mal 500, ey. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz, ey. Okay. Naja, okay, das Ding hier ist zu langsam gerade. Aber ist okay. Das ist fein. Das ist okay. So. Wie sieht's hier aus? 4 Coupons könnten wir uns da rausziehen. Das ist noch nicht so viel. Das ist sogar eher noch ein bisschen traurig, wenn ich das mal so sagen darf. Aber naja, okay. Muss man jetzt auch irgendwie durch. Dann gucken wir mal, dass wir hier oben jetzt mal ganz schnell noch ein, zwei Sachen erledigt bekommen. Ich würde nämlich jetzt noch ganz gerne die Produktion von dem Treibstoff noch schnell machen. Beziehungsweise Missing Materials? Power Slug? Ich hab doch hier. Achso, oh, okay. Ich habe Blue Power Slugs, aber keine normale scheinbar. Okay. Na gut, dann ist das so. Dann kann ich da jetzt erstmal nichts mitmachen. Dann tue ich die beiden jetzt aber erstmal hier nochmal gerade rein. Genauso wie das Objekt hier. Ah, wobei, das können wir eigentlich. Können wir doch mal scannen. Das können wir doch mal noch gerade scannen. Wenn ich schon dabei bin hier. Ja. Oh, scannen lassen. Completed. Please schön. Achso, okay. Mercer Sphere Analysis completed. Established local planetary signature of Massage 2, AB, B, in the local Mercer Sphere signals, allowing them to be tracked by the object scanner. Mercer Spheres can also transmit data between specific. Witness our scripture, witness our windows. Have you come to defile our shrine?
Arguing the existence of intelligent alien life. While Fixit has figured out the method, all of the original data is still untranslatable. Aha. Das war natürlich, das klang natürlich gerade sehr vertrauenswürdig, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Super vertrauenswürdig, super nett, super schön. Was zur Hölle? Was war das denn gerade? Da habe ich ein bisschen Angst. Mach mir ein bisschen Sorgen hier. So. Mal gucken, dass wir den Biofuel hier noch, oder die Biomasse noch fertig bekommen und in die Produktion von Solid Biofuel reinbekommen. Weil das ist schon praktisch, wenn wir das haben. Also wenn wir das halt jetzt direkt weiterverarbeiten. Weil dann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns hier irgendwann die Energie ausgeht, zumindest nicht mehr ganz so hoch. Dip, 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 dip. Da fällt mir auch noch was auf. Das würde ich jetzt mal gerade noch machen. So, jetzt haben wir erstmal keinen Platz mehr. Jetzt laufe ich kurz hier rüber. So. Mehrmals Biomasse reingepackt. Wunderbar. Die hier würde ich noch ganz gerne reinpacken. Und dann würde ich noch ganz gerne, wenn ich gerade hier so schon so stehe. Achso, ich habe ja jetzt noch. Ich brauche noch 33 Rotoren. Kabel haben wir sowieso genug. Dementsprechend passt das so. Haben wir da eigentlich auch schon den Milestone für die Kohle auch schon relativ weit nach vorne gebracht jetzt. Das ist ja dann auch relativ entspannt. Dann müssen wir uns da weniger Gedanken drum machen. Das ist schon ganz cool. Ne? Das ist schon ganz cool. Das ist sowieso, das ist meiner Meinung nach relativ wichtig, dass wir halt wirklich hier mit diesen, mit den Milestones jetzt halt erstmal weiterkommen. Um dann halt eben demnächst wirklich so diese kleineren Produktionen für die neuen Themen dann aufzumachen. Wo wir dann halt ein bisschen organisieren können und ein bisschen strukturieren können. So gesehen schon mal, wo wir hinwollen, was wir machen wollen, was wir brauchen. Weil jetzt gerade haben wir noch nicht so wirklich den Überblick, finde ich, was wir gerade so brauchen. Um das mal strukturiert anzugehen. So, den restlichen Bio... Oder die restliche Biomasse noch schnell hier reingeklatscht. Wunderbar. Und dann... würde ich tatsächlich sagen, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen bei dieser wunderschönen Folge... Satisfactory. Ich denke tatsächlich, dass ich jetzt noch schnell eine aufnehme und dann mache ich mal eine Pause. Dementsprechend, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.